herzlich willkommen. Heute und an den beiden folgenden Tagen möchte ich mit euch eine Atemübung machen, die ein bisschen komplexer ist. Nicht schwierig, aber etwas länger und deswegen habe ich sie auf 3 Tage aufgeteilt. Im ersten Teil heute habe ich Unterstützung und zwar von meinem Schweinehund. Schweinehund. Eine Übung, die ihr auch gut mit Kindern machen könnt, um sie ein bisschen runterzubringen. Und dazu lege ich mich auf den Boden und würde euch bitten, dann das Gleiche zu tun. Und mein Schweinehund hilft mir jetzt dabei, den lege ich mir nämlich auf den Bauch. Es geht heute um die Bauchatmung, das heißt, ich lasse meinen Atem beim Einatmen bis in meinen Bauch hineinfließen und wölbe den Bauch dadurch nach außen. Das kann ich besonders gut sehen oder spüren, wenn ich etwas auf meinem Bauch liegen habe, was sich wirklich bewegt. Das ist in diesem Falle mein Schweinehund und der heißt Günther. Also, Günther liegt hier ganz schön. Ich liege auch ganz schön. Ich kann meine Beine entweder aufstellen oder ich kann sie auch ausstrecken. Und dann atme ich ganz normal und einfach bis ganz tief in den Bauch hinein. Und dabei bewegt sich Günther nach oben beim Einatmen und wieder nach unten beim Ausatmen. Natürlich kann ich meine Augen schließen dabei. Dann ist es noch etwas angenehmer. Für Kinder kann es aber auch gut sein, wenn sie einfach sehen, dass das Tier auf ihrem Bauch oder was immer ihr dahin legt, sich rauf und runter bewegt. Ja, viel Spaß dabei. Teil 2 kommt morgen und dann geht's weiter. Stay home!